Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Saubazi. Herzlich willkommen bei AGF Radio TV. Ja, auch im Hause Saubazi bzw. AGF Radio TV war Feiertag und Feiertagswochenende. Der ist zwar heute auch noch, aber deswegen gibt es die Nachricht nicht am Sonntag, sondern heute am Montag. Dann ist auch gewährleistet, dass ihr alle schon wieder vom Spreewald-Festival zurück seid. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende dort und es gibt jede Menge Neuigkeiten und auch unter anderem Sachen, die so richtig neu sind, also die ihr wahrscheinlich noch nirgends gelesen habt. Fangen wir an mit Feuernach. Die haben am Freitag ihr neues Album Kuss der Straße rausgebracht. Ja, dazu gibt es jetzt ein Review, was unsere Perli geschrieben hat. Und der Online-Shop für Feuernacht-Merch ist auch verfügbar. Das heißt, da könnt ihr mal vorbeischauen. Verlinkt ist alles unten in der Beschreibung. Ja, und auch im Kerpolsheim-Spiel Band Contest geht es nun in die finale Phase. Die Bands sind ja schon ausgewertet worden, jetzt hatten wir wegen privater Gründe, mussten wir ein bisschen schieben, aber nächstes Wochenende von Donnerstag bis Samstag jeweils um 14 Uhr gibt es das Kerpolsheim-Spiel Contest Special, wo alle Bands vorgestellt werden von unserem Daniel und direkt im Anschluss startet dann auch schon das Voting, mehr dazu in Kürze auf unserer Facebook-Seite, da müsst ihr euch nämlich in einer Facebook-Gruppe anmelden, aber die meisten werden das wahrscheinlich eh schon sein, es handelt sich um die AGF Radio Band Contest Gruppe und dort könnt ihr dann abstimmen. Fast schon Tradition, die Krawallbrüder EM Trikots. Ja, es sind nicht T-Shirts, sondern es sind tatsächlich echte Trikots im Krawallbrüder Design, um die Mannschaft entsprechend dieses Jahr anzufeuern. Die sind streng limitiert und nur für kurze Zeit erhältlich, also schaut vorbei. Der Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Ja, wir hatten es schon vor einiger Zeit angekündigt. Die Wilde Flamme kommt zurück nach einem Jahr Abstinenz. Gibt es dieses Jahr Wilde Flamme Nummer 4? Der Titel stimmt nicht mehr ganz. Der hatte sich etwas verändert im Vergleich zur Nachricht aus dem Merch-Heft. Ja, und auch das Datum stimmt nicht mehr so ganz. Es erscheint jetzt nämlich nicht Mitte Juni, sondern Anfang Juni. Es ist schon bei YouTube erhältlich. Und vorbestellbar ist es ebenfalls schon und die Erlöse aus der Wilden Flamme kommen dieses Mal dem kleinen Noah zugute, der die Hilfe dringend gebrauchen kann. Video läuft neben mir ab und alle Links zum Vorbestellen etc. pp. Sind unten in der Infobeschreibung. Die Alpenflair Running Order ist jetzt online. Also von Donnerstag bis Samstag lauter unterschiedliche Thementage. Ja, wie das Ganze stattfindet, ist unten verlinkt bzw. läuft neben mir durchs Bild. Und einen neuen Trailer zum Alpenflair, den gibt es auch noch. Auch den habe ich euch mal unten verlinkt. Die Larrikins haben heute ein neues Video rausgebracht oder bringen es noch raus. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es noch nicht verfügbar. Sollte es bis zu dem Zeitpunkt, wo ich schneide, verfügbar sein, werdet ihr es neben mir finden. Ansonsten findet ihr dann den Link unten in der Beschreibung. Metal-Spießer suchen Verstärkung. Ja, die Booking-Agentur Label rund um den lieben Pat. Die brauchen Verstärkung und zwar in allen möglichen Bereichen, einmal in Büroarbeit, einmal im Booking, einmal in Grafiken. Falls ihr euch angesprochen fühlt und falls ihr Lust dazu habt, dann schaut doch einfach mal auf seiner Seite vorbei. Links sind selbstverständlich alle unten. Kommen wir zu Sterilium. Ja, die haben ja ihre CD aus eigener Kraft rausgebracht. Ich stelle sie mal wieder hier hin. Die ist jetzt auch bei allen Musikhändlern eures Vertrauens zu finden. Ja, haben sie in Eigenarbeit aufgenommen und auf den Markt gebracht. Und live anhören könnt ihr sie euch auch. Und zwar am 27.05. im Belinda in Sulzbach. Und falls ihr in die CD mal reinhören wollt, geht doch einfach auf die Homepage von Sterilium. Und falls ihr euch gefällt, könnt ihr sie dort oder auch bei Es Rockt bestellen und genießen. Also hört es euch an, schaut mal rein, alle Links unten. Ebenfalls fast schon Tradition, das GUND Festival T-Shirt. Ja, ihr könnt mal wieder abstimmen. Noch diese Woche könnt ihr zwischen vielen, vielen Motiven auswählen und könnt dabei auch noch ein Festival-Shirt gewinnen, wenn sich das mal nicht lohnt. Schaut doch mal auf die GUND-Seite, dort findet ihr diese Abstimmung. Mal wieder was aus der Rubrik
Knallhart recherchiert. Ja, ein aufmerksamer Zuschauer hat mir ein paar Informationen zugespielt. Und zwar geht es um Freiwild, die ja dieses Jahr 15-jähriges Jubiläum haben. Und zu diesem 15-jährigen Jubiläum soll es nicht nur eine Ska-CD geben, sondern auch alle Alben nochmal als Vinyl in einer Special 15-Jahre-Edition. Bei Amazon findet man die schon zum Vorbestellen, und zwar in der JVA-Jubiläums-Edition. Was auch immer JVA in dem Zusammenhang bedeuten soll. Falls ihr eine Idee habt, außer Justizvollzugsanstalt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Sind noch keine Bilder dabei von der Band, wurde auch noch nicht veröffentlicht, ist aber nur noch eine Frage der Zeit, wenn das schon bei Amazon auftaucht. Als Erscheinungstermin steht der 29.07. drin, also pünktlich zum 15-Jahre-Konzert in Berlin. Falls es was Neues gibt, natürlich bei uns. Ja, noch die Kneipenterroristen haben wieder zugeschlagen. Es gibt zwei neue CDs frisch aus dem Presswerk. Einmal natürlich passend zur EM, die CD Wenn Weltmeister reisen, und dann gibt es noch einen kleinen Tribute zu Lemmy, der uns ja leider verlassen hat. Und zwar heißt diese CD Laut Lauter Lemmy von den Kneipenterroristen. Genau. Falls ihr diese CDs haben wollt, schaut doch mal im Remedy Records Shop in Hamburg vorbei. Dort sind sie auf jeden Fall erhältlich. Vollblut sind ja jetzt seit einiger Zeit schon bei Metal-Spießer. Jetzt wurde die CD Goldrausch re-released. Das heißt, die gibt es ab sofort auch bei all den Händlern eures Vertrauens. Darüber hinaus eine kleine Konzertempfehlung. Am 25.05. spielen Vollblut in Malsch. Wenn ihr die Drunken Swallows hört und ihr denkt, was zum Teufel singt der denn da? Dann kann euch jetzt Abhilfe geschaffen werden. Es wurden jetzt nämlich alle Songtexte auf die Homepage von den Nordlichtern gestellt. Links natürlich unten. Kommen wir zu den Festivalbestätigungen. So viel hat sich gar nicht getan, außer beim Pfeffelbach Open Air und beim Ehrlich und Laut. Ja, beim Ehrlich und Laut haben einige Bands abgesagt. Na gut, auf dem Ehrlich und Laut wurden demnach jetzt Brennstoff bestätigt, und Brennstoff wurden ebenfalls fürs Pfeffelbach Open Air bestätigt, neben Firkin und Wir sind eins. Kommen wir zu den Terminen. Die Beerdigung-Tour geht wieder los. Die sind am 19.05. in Bochum. Am 20.05. sind Stainless Steel Grenzenlos und Sündflut in Reutlingen. Calapi treten am 20.05. als Support für die abstürzenden Brieftauben in Straßkirchen auf. Beerdigung sind am 20.05. in Bremen. Am 21.05. findet die Baden-Rocknacht mit Donnerbalken statt. Und Beerdigung sind an dem Tag in Hamburg. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, Montag macht euch nichts aus, aber ihr habt ja sowieso hoffentlich alle Feiertag heute. Ich hoffe, ihr fühlt euch ausreichend informiert und es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Falls ja, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Falls nein, schreibt uns wie immer in die Kommentare, warum nicht. Kritik immer gerne gesehen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Restfeiertag. Dann einen wunderschönen Start in die kurze Woche. Nächste Woche ist ja dann, also zumindest in Bayern, schon wieder Feiertag am Donnerstag. Da würde ich sagen, wir hören uns morgen bei meiner Sendung, Dienstag 20 Uhr, wie immer, und sehen uns, ja, am Sonntag kann ich noch nicht hundertprozentig versprechen, weil ich da nämlich nicht in München bin und ich nicht weiß, wann ich nächsten Sonntag wieder nach Hause komme. Also es kann passieren, dass nächste Woche schon wieder der Montag dran ist. Warten wir es mal ab. Habt noch einen schönen Abend, startet gut in die Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Sauberzieher.